Capitan Melli, a Capitan Fili. Caristella Sass, meine Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe Freunde. Schön, dass ihr hier seid. Auf diese Stimme Έλληνες και Γερμανοί να συζητάμε για ζητήματα κουλτούρας και πολιτισμού και για βιβλία, ενώ κάποιοι άλλοι αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Παπανδρέου, μιλάνε για τα δυσάρεστα ζητήματα της οικονομίας. Also wir sind heute Abend also in der guten Situation, dass wir über Probleme der Kultur, über kulturelle Fragen reden und uns austauschen können. Im Gegensatz also zu zwei anderen Personen, die gerade mit den also unglücklichen Dingen der Finanzkrise auseinandersetzen, also wie Sie alle wissen. Η αφορμή αυτής εδώ της συνάντησής μας είναι ένα πρόσωπο που πιστεύω αγγίζει τα όρια του μυθικού και γι' αυτό το λόγο άλλωστε ήταν ένας βασικός λόγος που εγώ θέλησα και τον έκανα βιβλίο, ο Αλφόνς Κουκχάουζερ. Wir sind heute Abend hier zusammen. Der Anlass, dass wir hier sind und auch der Anlass, der den Herrn Akrimos sozusagen motiviert hat, das Buch zu schreiben, ist sozusagen eine legendäre Gestalt. Eine Gestalt, die also zur Legende geworden ist, also vom Hochhauser, den wir uns heute Abend finden. Αλλά δεν έδινα πολύ μεγάλη σημασία, απλώς όλοι στο χωριό μου λέγανε ότι επάνω στο κεραμίδι, στο πύλιο, ζει ένας παράξενος Γερμανός και κάνει μια παράξενη δουλειά. Also der Name Alfons Hochhauser ist ihm schon seit seiner Kindheit bekannt. Ist also in der Nähe von Venedor aufgewachsen und dort hat er immer wieder gehört, schon von Kindesbeinen an, immer wieder den Namen von Alfons Hochhauser, dass dort ein etwas merkwürdiger Deutscher lebt, der also etwas Merkwürdiges tut und betreibt, aber natürlich als Kind hat er dem keine besondere Bedeutung beigemessen. Επομένως, γίνοντας αυτή την πρώτη μεγάλη δυσκολία, θέλω να πω και να είμαι ειλικρινής απέναντί σας πως το βιβλίο, ναι μεν κατά 70-80% στηρίζεται σε... Ungefähr 70-80% des Buches beruhen wirklich auf Dokumenten, auf Fakten, die in diesem Roman eingearbeitet hat, aber der Rest, den hat eben seiner literarischen Freiheit, den Dämon der literarischen Freiheit überlassen, eben das literarisch zu gestalten. Es sind fast anderthalb Jahre vergangen, seitdem das Buch erschienen ist. Bald werden wir auch eine deutsche Übersetzung, ich hoffe, im Frühjahr in den Händen halten. Und Herr Akrimos ist also auch der Meinung, dass also diese Persönlichkeit von Alfons Hochhauser doch eine so bedeutende Persönlichkeit ist, die uns heute einfach fehlt, ein Mann mit Visionen, also uns sozusagen zu motivieren und zu inspirieren. Etwas Verwunderliches eben in einer kleinen Gemeinschaft, die letztendlich hier Wollos und das Pilion war zu dieser Zeit, dass eben dann ein Mensch, der sich also zum Teil doch integriert hatte und akzeptiert war hier von der Umwelt, dann an dem Punkt, wo er wieder zurückkommt und auf einmal in der Uniform des Eroberers, dass dann also zum Marineoffizier wird. Εγώ στο βιβλίο δεν θέλω να αθώσω τον Αλφόνς. Also in dieser Fall Leute befragt, gesagt hat, war Spion oder war ein Spion tätig und niemand konnte ihm irgendeinen konkreten Beleg dafür geben. Αντίθετα, αρκετές μαρτυρίες πολλών ανθρώπων. Und Zeugen aussagen, dass also einigen Leuten konkret geholfen hat und also versucht hat, Leute zu helfen während des Krieges und also auch dann, was auch in dem Buch ja dokumentiert ist, zum Beispiel im Kloster in Biotia und verschiedenen anderen Leuten, denen geholfen worden ist, dass sie also nicht, dass Benito nicht verbrannt wurde, gebrandschatzt wurde von den Nazis und auch andere Leute nicht verhaftet wurden. Da gibt es Dokumente und Zeugen, die das sagen. Beeindruckt hat und also wirklich erschüttert hat und auch wirklich motiviert hat, das zu schreiben, war eben diese Art des Todes, also weder ein gewöhnlicher Tod noch ein Selbstmord, sondern eine ganz besondere Art, die ihn also sehr fasziniert hat und diese Faszination auch dieser Todesart, das hat also so den letzten Kick gegeben, dass er das Buch geschrieben hat. Wir freuen uns darüber, dass ihr Buch schon bei kritischen Lesern anklangen findet und wir hoffen sehr, dass das nach Übersetzung und auf dem Deutschen teilgenommen wird. Vor allem, was mich gefesselt hat im
was wir hoffen, auch die deutschen Leser fesseln wird, ist das unglaubliche Abenteuer ihrer Recherche. Denn eine Gestalt, die schon bei Lebzeiten von Mythen, Legenden überwuchert war, quasi so weit freizulegen, dass man ein klares Bild darum sehen kann,